Hallo und herzlich willkommen zu einer traurigen Nachricht für alle Minecraft-Empty-Fans und zur 49. Folge mit Reitchen. Denn wir haben unsere Welt verlassen. Wir sind jetzt nämlich auf diesen einzigen einsamen Holzblöcken hier und hinter uns ist das Aquarium. Und dahinter ist unsere Welt! Ja, geil, Alter! Genau, in der letzten Folge haben wir nämlich das Aquarium so gut wie fertig gemacht bei Reitchen, also schaut da unbedingt an. Und jetzt haben wir Ja, das haben wir auch. Ah, das hat sich jetzt, glaube ich, über 5 Folgen so ergeben. Also ja, so erstreckt, das ganze Aquarium. Ja, oder 5 Folgen sicher, ja. Ja, aber dafür hat es sich auch gelohnt. Also es sieht mega geil aus. Nur ist halt jetzt die Frage, inwiefern wir jetzt da ein Dach oder so reinhauen, weil... Wieso dort wirklich ein Dach, oder? Ja, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Tiere dann einfach so geil drauf sind, da einfach rauszuschwimmen und dann sterben die. Ja, das ist auch nicht so geil. Ja, wenn wir jetzt noch einen Tintenfisch oder einen Delfin hätten. Oh, das ist so cool. Am besten fallen die jetzt einfach so vom... Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Kannst du mir bitte ganz kurz helfen? Kannst du bitte helfen? Oh Gottes Willen! Oh mein Gott! Diese Bäume sind einfach verflucht! Warum ist da eigentlich eine Steinstufe? Ach, der habe ich vielleicht hingesetzt, wo ich hochgeklettert bin bei deiner Folge. Alter, hatte ich gerade einen Schock des Lebens. Alter, oh mein Gott! Ja, die spawnen da einfach oben? Aber ich wusste nicht, dass sie auf Laub spawnen können. Ja, okay, das wusste ich auch nicht. Boah, bin ich erschrocken. Da war auch ein Enderman. Essen ist unten! Wie unten? Ein Tod, meinst du? Der zweite Essen, ja, nein, ich kann. Ah, der andere ist wieder sichtbar, aber der ist jetzt unten. Ah, geil. Lol, man könnte jetzt von hier einfach von dem Dschungelding ins Aquarium reinspringen. Oh, das sieht von hier oben so geil aus. Hui! Oh, geil. Wollen mit dem Dude machen, wo sich unsichtbar machen kann, weil der chillt da unten. Denkst du, er kann Leiter hochklettern? Ja, das weiß ich eben nicht. Ey, guck mal. Komm mal mit, du kleine süße Fotz. Und hier sind wir noch der Fuchs. Jetzt nur, weißt du, wenn plötzlich da Monster unten sind. Ja. Komm her. Kannst du Leitern hochklettern? Kannst du... Wenn wir jetzt eine Gravity Gun hätten, das wäre richtig cool, ey. Oh ja. Kannst du da hochklettern? Bitte. Bitte komm. Ja, komm. Komm weiter. Ja, komm weiter. Weiter. Ja, komm weiter. Weiter, ja, da musst du hoch, ja, komm jetzt. Ja, dann halt nicht, dann bleibst du halt da und stirbst. Aber wenigstens hier bitte in die sichere Kammer, okay? Aber jetzt frage, wie viel Farbstoff brauchen wir eigentlich? Oh, was ist da passiert? Noch einer? Noch einer! Alles klar. Ey, blaue Orchidee. So, ja, er klettert die Leiter hoch, er kommt. Ah ja. Oh ja, ey, geil. Blaue Orchidee. Alter, geil. Linda? Die haben ja alle Namen. Judith und Linda. Die eine chillt in ihrem Mülleimer und der andere ist einfach... Oh, lol. Wenn wir jetzt... Wenn wir es irgendwie... Oh, warte mal. Wenn wir unendlich Smaragde haben, dann haben wir auch unendlich Wassereimer. Judith ist ein Xell. Und Linda. Der Linda ist... Linda. Angebot. Doris. Das End gibt's ja auch nicht. Einfach Angebot. Ey, die Doris. Oh, geil, Alter. Hast du einen Erdeblock? Ein Erdeblock? Ich glaube nicht, ne. Schade. Ein Babyhuhn, was macht das da? Baby! Zum Glück hatte ich kein Schwert, ey. Lol, die haben sich gerade wieder unsichtbar gesüffelt, die Säcke. Warte, das kann ich da reinstopfen. Genau. Und jetzt muss ich mir nochmal kurz ein Steinschwert machen. So. Wollen sie auch gleich ein Schwert haben? Ich hab. Okay, perfekt. Haben wir unendlich Wassermelonen? Oder noch besser, wie macht man Wassermelonen so als Block? Weil die Linda oder die Judith, die tradet das. Aber auch nur als ganzer Block. Ich auch schon gesehen, aber keine Ahnung, ne? Vielleicht mit Behutsamkeit oder sowas. Ach ja, und wir haben sehr viele Karotten. Und mit sehr viele meine ich wirklich sehr viele. Ich habe jetzt mal kurz abgerüttelt und habe über einen Stack. Boah, Alter, und einfach so viel zum Futtern. Ich habe keinen Erd. Oh, falsches Gehege. Ich hoffe, hier spawnt nichts, ne? Ja. Oh Lami? Gott. Lami? Was machst du da oben? Hast du gerade Salami gesagt? Nee, Lami. Ich hab Salami Digga, verstanden. Digga! Geil. Er ist auf dem Aquarium! Auf dem kleinen! Das Lama? Ja! Ah, okay. Ja, gut. Aber wir können ja... Nee, oder noch nicht. Die Fische ist da reinstecken. Ach du Scheiße. Komm mal bitte mit aufs kleine Aquarium. Ich hab dir gerade eine nicht so tolle Entdeckung gemacht. Schauen Sie mal da hinten, bei der... Oh, ja, ein Creeper. Oh ja, ein Creeper. Ach, dort sind wir auch noch nichts fertig, ne? Nö. So geil. Oh. Okay. Kann man Lama... ich wollte schon sagen essen, aber genau das Gegenteil. Kann ich dem Lama was zu essen geben?
Weiß ich gar nicht. Ach, warte, ich kann jetzt mal für den Dorfbewohner, obwohl der hat, ich weiß nicht, ob wir jetzt sein Dorf bauen sollen, ne? Weil der hat es im Mülleimer anscheinend schon sehr gerne, ne? Ja, aber auch für die anderen, weißt du, dass man alle dort ins Dorf dingsen kann. Und dann so eine richtig große Farm macht. Obwohl, so eine große Farm möchte ich irgendwie auch nicht haben. So, wieder ein Kürbis. Ist geil, dass man es einfach richtig traden kann. Was ist das? Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Oh nein. Gott. Nein. Oh. Ey, meine Sachen. Warte, warte. Der steht direkt vor der Tür. Ja, wow, meine Sachen. Soll ich den jetzt einfach so wegklatschen? Ja, weil ich brauch meine Sachen wieder. Ich. Oh nein. Komm her. Ich habe für ihn jetzt die Tür aufgemacht, dass er auf mich gehen kann. Komm her. Hier, hi. Alter, der macht so viel Damage. Oh nein, der. Oh Gott. Geh weg. Oh, ich hab ihn. Oh mein Gott. Ey, hilf mir, Alter. Oh ja. Alter. Weil unten sind auch noch Sachen von mir. Warte kurz. Ich hatte 6 Tode, glaube ich. Und du hattest 11. Warte, erst Y und dann G, ne? Ja. Oh, ich habe die Smaragde. Oh ja, die sind wichtig. Oh ja. Wo ist jetzt der Unsichtbare? Irgendeiner. Da ist er. Hi. Blaue Orchidee, Zuckerrohr. Zuckerrohr steht da. Und Kornblume. Und Quaya Korallenblock. Wisstulpe. Truppefischübel. Ja, die Sprache ist so geil. Hast du den Kampf schon geändert? Ja, leider. Und ich schlachte jetzt mal wieder ein paar Viecher ab. Na? Hallo? Ja. So. Ja, seid ihr alle tot. Ein Erde. Das oh, Eisen. Doch... Geil. So, hallo. Ein Grasblock. Ja, wow. Was soll ich mit dem? Alter? So. Ein Scher. Was? Ein Scher. Eine Schere. Scher. Und ein Isebarre. Und ein Spinnauk. Was gibt's noch? Ein Roshuhn. Ein Schallblätter. Okay, das ist normal. Ein roter Sandstein. Wieso habt ihr kein N? Ihr habt halt gar kein N, ne? Sagen wir so, der böse Buchstabe im Alphabet. So, komm schon mal her. Ich schlachte hier wieder alle ab. Oh, meine Schaufel ist weg. Nein. Die ist runtergefahren. Ein Schüssle. Ein verrottetes Fleisch, ein Knochen. Das ist so geil, Alter. So, mach ich auch kaputt. So. Ja, ja, ich schlacht die alle ab. Ja, 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 ich bin alle mal dran. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Und Dingsetzlinge. Geil. Ah, ich hab eine Fledermaus getötet. So. Nein, komm her. Ja, ja. So, super. Das ist so geil. Ich habe einfach nur Angst, dass irgendwas hinter mir ist. Aber Digga, es kann ja nicht sein, dass kein Erde mehr kommt jetzt. Ja. Oh, bitte lass eine Enderperl rausgekommen sein. Alter, irgendwie, ich möchte gar nicht aufhören. Das ist so eine Sucht, hier einfach immer weiter reinzukommen. Ein Lama! Ein Lama? Oh, ja, geil. 2 Lamas! Alter, geil. So, ich gehe jetzt einfach. Selbst wenn jetzt noch was runterkommt. Ja. Seit wann spawnen? Das doppelt? Gute Frage. Ich baue jetzt einfach mal das Dorf hinten weiter. Und warum? Mein FPS, sie kotten gerade richtig rein. Ich habe 30 FPS. Das Lama, was machen wir mit dem? Mit dem zweiten, Alter? Gute Frage. Komm daher. Komm daher, Alter. Ah, ja, komm. Du Dreckslama. Das arme Lama, es hat nichts getan. geh mal drüben schauen. Ich habe dort was hingetan. Wo drüben schauen meinst du? Ich bin gerade irgendwie... durch das Aquarium durch. Okay. Der Esel ist unter, was? Nein, ich der arme Esel. Eine Blumi, hi, ja, ja. Ich würde sogar das erst noch ein bisschen weiter bauen, hinterm Aquarium. Schon wieder ein Lama! Alles klar. Und dann irgendwie so einen richtig schönen Brunnen machen. Digga, schau mal die Lamas an hier. Alles klar, richtige Herde. Wo ist jetzt der Enderman hin? Enderman. Nein. Wo ist er denn? Gute Frage, wo ist denn der jetzt? Ja, ups. Was hast du gemacht? Nichts. Hast du ein paar Lamas weggemacht? Nein, das Babyhuhn ist irgendwie gestorben. Ach so, irgendwie. Vorsicht, der Enderman kommt. Okay. Ja, wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Ja, komm mal her, wenn du dich so raus. Ja, komm. Ah, hier kann man atmen. Leute, ich kann hier rumlaufen. Hör. Ja, komm mal her. Ja, hi. Hallo! Ja, komm doch! Komm doch her! Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Nee, keine Ahnung, wo er ist. Ja, dann halt nicht. Dann würde ich aber sagen,
Das war's mit der 49. Folge. Die 50. Folge wird was ganz Besonderes. Also seid da einfach gespannt, was da auf euch zukommt. Ja, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Und von mir ein Adios. Amigos. Tschö. Ciao.